er sich schon gefreut, dass er hier bauen kann. Wie viel haben wir? 5. 5 war auf jeden Fall irgendwas. Das Ladegerät können wir auf jeden Fall dann bauen. Sehr schön. Das muss an Treibstoff angeschlossen werden. Heißt, wir bräuchten erstmal funktionierende Bienenstöcke. Heißt, hier noch werden wir dann wohl eine Insel ansteuern. Ja. Das ist richtig. So, ich gehe noch mal kurz die Sache mit den Bäumen korrigieren. Ach, Hai! Mann! Dummer Hai. Der wollte da auch noch eine Sache korrigieren. Aber warum? Weil er es kann. Gut, Dirk, würdest du denn noch mitkommen? Zum Turm oder sollen wir alleine gehen? Ihr könnt alleine gehen, ich mache hier noch Bäume Korrektur. Warte, ich schmeiß nur das Titanerz schon mal zum Teil rein. Da haben wir ja eh schon alles gesehen. Genau, wir haben das ja alles schon mal. Aber ich komme mit zum Turm. Schon. Warte, Rutsche. Nee, hier unten, habe ich ja gesagt. Hä? Das ist wirklich noch die beiden Bäume? Achso. Hier unten rein. Warum nicht die Rutsche hoch? Das ist ein Umweg wäre. Achso. Ach ja, hier geht's jetzt direkt zur Surface. Direkt zum Elevator vor allem. Zum Elevator. Ich hätte mir noch mal was zu essen und trinken gönnen sollen. Naja. So lange wird es ja nicht dauern, wa? Also guck mal, einen aus Metall und 2 aus Stein habe ich gefunden. Oh, Happy Birthday! Yeah. Oh, Dirk verpasst voll die geile Party, ey. Uh-huh. Münzen! Aua. Ja, ich merke schon, ich bin richtig gegangen. Wo seid ihr denn hin? Oder? Seid ihr in den Fahrstuhl gefahren? Hier in der Mitte oder was? Nee. Jo. Auf dem großen Platz oder was? Jo. Der große Turm und dann in die Achte. Oh, so, weiß ich. Aber da nee, ist jetzt. Ist nicht der Turm. Ist ja was anderes. Ist ein Wohnhaus. Rutsch, ja, also ich bin wieder beim Flows. Ich gehe natürlich wieder nach oben, ne? Ich hab's ja schon mal gesehen, wir haben das ja schon einmal mitgemacht. Oh Gott, Zielsprung. Oh Gott, ich sehe mich jetzt schon abstürzen. Tschüss. Wow! Hallo Ratte, das finde ich uncool. Kusch. Hase, hier ist der Ratte. Ja, ich muss noch hinter dir aufräumen. Hä? Das glaube ich nicht, Jim. Ich bin gar nicht überall lang gegangen. Ich bin direkt richtig gelaufen. Genau. Jetzt ist das Floß verbummelt. Das Floß? Floß, dieses Floß. Hier schwirrt eine Ratte rum, die ist aber abgehauen. Hast du einen Baum? Krass. Brumm? Baum. Frechheit. Kann doch ein Baum sein. Das ist ja. Hä? Aber hier war eine Ratte. Jetzt gerade nicht mehr. Jim. Ich glaube, sie hat einfach nur gelogen, um wichtig zu sein. Ja, ich habe ja Videobeweis. Ich habe Videobeweis. Video. Ich höre die Ratte. Ja, siehst du? Oh, da unten im Klavier liegt eine Münze. Oder nicht, dass es sie wirklich gibt. Das heißt nur, dass ihr bei einem Psychoten. Wow! Seid. Au! Das war jetzt gerade übersteuert. Sehe ich nicht so. Ich hab die Ratte gefunden. Sie getötet. Tötet, was trötet. Ach, hier waren wir schon. Die hat nicht getrötet. Die hat nicht getrötet? Warum hast du sie dann getötet? Weil sie trötet. Also sorgliche Maßnahmen. Sag mal, wo ist denn das scheiß Floß jetzt hin? Ich kann doch nicht sein, dass sie das Floß sehen.
Da hat er mir die Münze genau geklaut. Ich wusste Gott, genau, das Fluss ist da, wo kein Baum mehr steht. Aber das passiert jetzt hier überall. Ah, okay. Yippie! Yippie, ich gehe direkt die Leiter hoch, ist mir egal, ob hier was ist. Ich kontrolliere hier was. Also schon wieder Baums gewachsen. Er kontrolliert das. Wir brauchen ja noch Scheiß. Echt? Nein, Scheiß. Oder nicht? Was brauchen wir? Fürs Floß, genau. Achso, fürs Floß, also, ja. Es wächst nicht immer, es kriegst nicht immer Samen raus, ne? Wenn du Bäume abbaust. Nee. Das fällt dir jetzt erst auf? Ja. Ah, jetzt habe ich 4 Samen rausgekriegt. Sehr gut. Sehr gut. Erstmal in die 1. Pflanz. Pflanz. Hallo. In der 1. Achso. Pflanz. Pflanz. Wasser. Cool. Wasser. Ist dein Fahrstuhl auch weg? Jo. Das ist ja jetzt, Oh. Ist abgestürzt? Ja. Das ist ja jetzt noch toller. Jetzt wird's noch schlechter, bevor es besser wird. Sag mal, das ist schon ein Hardbuggy. Ich sehe dich da unten. Ich komm mal auch runter, vielleicht. Wo bist du abgestürzt? Ah, da ist er abgestürzt. Okay. Au! Ah! 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 Ha, ha, ha. Aber wir kommen hier nicht mehr raus, ne? Jo. Dirk! Komm mal zum Turm! Drück mal auf den Fahrstuhl! Vielleicht kommen wir dann wieder raus! Warte kurz. Ich pack mir schnell das Holz weg. Das Problem ist, ich hab auch nichts mehr zu essen und zum Trinken. Wo ist denn der Turm? Wärm mich. Könnt ihr das irgendwie beschreiben? Der große schwarze Turm, der ist nicht zu übersehen. Der steht mittig, glaube ich. Ja, aber da unten habe ich irgendwann mal gedrückt gehabt, da kam, da war nichts. Ja, vielleicht geht's ja jetzt. Ah, oh, okay. Da, wo diese komischen 4 komischen Dinger mit den leuchtenden... Ja, wo die Automaten stehen. Genau. Da stecken wir unten drin fest. Da stand unten drin, ist von innen verschlossen, als ich das letzte Mal aufgedrückt habe. Aber gut, ich guck mal. Ja, wir haben aber keinen Fahrstuhl zum Öffnen. Da hätten wir erst runterfahren müssen, statt hoch. Blieb, blieb, blieb. Warst du das, Dirk? Weiß ich nicht. Nö. Ich habe noch nichts gemacht. Ich bin jetzt erst beim Fahrstuhl. Oder beim Turm hier. So, von einer Seite verschlossen. Ah, ich sehe deinen Namen. Toll. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, sich No-Clip zu geben? Nein. Ja. Und warum ist auch nichts zum Öffnen, oder? Nein, wir haben hier nicht mal den Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist weggebuggt. Oh. Oh. Das ist ja... Wow. Dezent unangenehm, wa? Ja. Ich guck mal kurz. Hier kannst du für Münzen was kaufen, okay. Macht keinen Sinn. Mein Tamagotchi war das, was gepiepert hat. Es tut mir leid, dass ich das für dich hielt, Dirk. Da ist gerade ein Textfenster erschienen. Hallo. Naja, kann ich mir ja mal hier die Dinger angucken. Erste Seite. Oh. Eules Funkgerät, Notizen. Leute, 12:10. Aha. Was hat er getan? Was hat er denn getan? Ich habe jetzt ein Menü beim Escape freien. Ja, Steffen ist gleich mehr da. An einen sicheren Ort teleportieren, ja. Ah! Und wo ist ein sicherer Ort? Der Eingang vom Dings. Dann kann ich aber erstmal kurz nochmal aufs Floß und mir neue Essi-Trinki holen, das ist gut. Der Eingang vom Dings, na klar. Naja, unten die Luke von der Insel.
Nennen wir nutze es die Macht, Luke. Nein, nutze die Luke Macht. Ich komme auch zum Fluss zurück, wa? Da ihr jetzt keine Rettung mehr braucht. Ich weiß nur nicht, wo Steffen ist. Ich bin jetzt schon wieder hochgefahren. Ah, okay. Gehst du jetzt ohne mich, ja? Finde ich ja richtig Korall. Ja. Schön. Wobei, du könntest jetzt natürlich sonst auch. Ah, wobei, nee, jetzt gehe ich hier den Weg. Jetzt kann ich die. Kannst du die Ente hier, die den Vogel. Mel, bist du noch hier? Schon, ne? Nee, ich bin schon wieder weg. Es tut mir leid. Also der Multiplayer-Modus hat durchaus noch so kleine, dezente Macken. Also ganz kleine, dezente Macken hat er noch. Ja, kleine Macken, die er damals nicht so hatte. Oder wir haben ja. Oder wir haben ja. Der ist gut. Ah, da ist meine Mitfahrgelegenheit. Oder wir haben Macken. Das kann auch sein. Ich fahre mal in die Null. Was ist denn, wenn ich in die Null fahre? Was? Wie kannst denn du da reingehen und während ich da nicht rein konnte, hä? Ah, das ist der Out-of-Order-Turm. Wieso konnte ich da nicht rein und du kannst aber rein? Was soll denn das? Ich gehe jetzt mal nur zum Anfang vom schwarzen Turm hier. Und warte jetzt auch hier mal unten. Versuch mal sonst erstmal in die Null zu fahren. Bist du schon wieder abgestürzt? Ah! Ja, aber der ist definitiv buggy. Warte mal, ich bin mal zu euch. Aber jetzt ist hier wenigstens auf. Kann man den Fahrstuhl hier auch rufen? Ja. Mal gucken. Warte mal, kann ich mal zum Fahrstuhl hinkommen? Bist du noch da beim Fahrstuhl oder bist du schon weg? Wir sind ja schon hochgefahren. Aber ja, du kannst ihn dir ja runterrufen. Jetzt ist oben jetzt ist die Tür offen. Wieso ist ja, die Tür offen? Steffen ist erstmal runtergefahren mit dem. Hat jemand den Tür... warte mal. Ja, irgendwas stand doch bei T. Irgendein Code hatte ich hier gesehen. Aber es war für Radio Tower, glaube ich. 1210? Hm. Aber ob der funktioniert vielleicht? Nee, die brauchen wir nicht. Das waren die Koordinaten für das Gerät. Ach so. Aber wir haben ja Notizen gefunden. Da muss das doch irgendwo drinstehen. Das ist doch bestimmt hier Tangaroa oder ist das was anderes? Müsste Tangaroa sein. Wir haben ja eine Tangaroa-Karten gekriegt. Wir brauchen Hausnummern. Von den Shops. Nein, das gesamte Ökosystem ist ruiniert, das war ich bestimmt. Exterio Lane, das ist Burgerladen, Bazarstraße beim Barbier und die Partisan Road. Hase, du wartest hier. Ich sag dir gleich Zahlen an. Sag mir mal die erste Straße nochmal. Tränkel. Gut, ich gehe mal auf Straßensuche. Denk dran, hier sind Roboter, ne? Ja. Main Street. So informativ. Main. Rotary. Sinclair. Schnauze. Ah, ich habe schon mal... Warte, ich... Zettel. Zettel und Stift. Hier ist was in der Bazarstraße. Ja, das ist die 1. Aber das ist nicht die erste Zahl, die wir brauchen. Aber das ist gut, wenn du mitguckst. Also der Barbar, Bazar, Barbier, keine Ahnung, was das war. Ich habe mir das jetzt einfach als B aufgeschrieben. B1 für Bazar. B1. Floaters Fashion war welche Nummer? Also der Schwimmring? B1. Ist der Schwimmring? Ja, der Schwimmring ist die 4. Die 4. ist eine 3. Was war denn der Barbier für eine... An welcher Stelle? Dritte, okay, dann ist da die 1. VA Arcade? Arcade? Ist die 4. Brauchen wir die Arcade? Arcade.
Nein. Nur Schade. Den Burgerladen und noch den Taucher. Ich suche. Und Dirk sucht mit. Ich renne hinterher. Gemeinsam werden wir es finden. Warte mal, da ist was. Das ist der Arcade. Aber es könnte die Arcade sein. Was hatten die für eine Nummer? Interior Lane? Ja. Au! Ja, dann ist es wahrscheinlich die Arcade. Das ist eine 4. Das ist die 1 oder 2? Die 2. Okay, 4. Dann suchen wir jetzt noch die erste Zahl. Burgerbude, vielleicht auf der anderen Seite? Au, Schnauze! Oh, was meint das jetzt mit Arcade? Na, was nach so einem Googles aussieht. Achso, ich dachte, das wäre der Taucherclub. Dann ist es die 1. Achso, dann ist es die 1. Dann ist die 4 die 1. Okay. So oder so suchen wir jetzt nur noch eine Nummer. Schnauze! Ja. Ein Burgerschuppen, den wird man doch wohl erkennen auf Anhieb. Cheeseburger! Ich hab's. Ich muss noch... Ups, da bin ich ziemlich nah an dem Roboter vorbei. Ich muss nur noch die Nummer finden. Also ich muss näher ran. Die 6. So, warte. Wir kommen jetzt erstmal zu dir hoch. Und dann sage ich dir die Zahl. Warte, warte. Jetzt kannst du. So. Ach, er hat schon. Okay. Nein, habe ich nicht. Wir müssen noch eintippen. Das hat nicht die Tür aufgemacht. Ach so, ich dachte, das macht die Tür auf. Okay, dann gebe ich mal ein. Emergency Bridge Lounge. 4, 6, 1, 3. Fehler. Was? Traurig. Aber... Jetzt darf jemand anderes suchen gehen. Warum denn nicht die Reihenfolge? Oh, hier rumpelt was. Hast du jetzt einfach dieselbe Zahlenfolge nochmal eingegeben? Weiß ich nicht. Wo ist denn das Floß? Ja, das war jetzt... Das war jetzt sehr clever, dass wir einfach alle drei hier runtergehüpft sind. Oh Mann. Wir werden sterben. Der Titel, der, ersten, runter. Der Titel der ersten Folge ist definitiv Programm. Drei Idioten auf hoher See. Wow. Wenn wir jetzt hier runterspringen, ne? Wenn du im Wasser landest, ist das okay. Oh, Patsch. Wow. Oh Gott, da wird einem anders. Au. Hi. Arsch. Hallo, hi. Ja! Habt ihr gut abgelenkt, den Hai? Mhm. Ja. Irgendwas zum Lernen gefunden. Großes Lager. Großes Lager. Ich glaube, es war ein großes Lager. Großes Lager? Aber dafür braucht man Titanbarren. Ja, nee, das ist es nicht wert. Großes Lager heißt, dass man da genau alle drei auch schlafen kann? Also Lager in Form von Lagern hinlegen? Nein, Lager im Sinne von Schrank. Oh. Fahren wir jetzt weiter? Jo. Nein. Oh Gott. Ja, wir fahren jetzt zur Bridge, ne? Zur Bridge? Zur Emergency Bridge. Ich kann kein Bridge. Hier, du kannst wieder ernten. Ja, kannst du ernten? Weiß ich gar nicht, ob du ernten kannst. Kannst du ernten? Ja, wir können ernten. Ich ernte mal. Einen Palmensamen. Einen Palmensamen. Hoch nicht, doch ein Keilpalmsamen. Und nischt. Schade. Nischt. Nur zwei Palmensamen.
Bedauerlich, er hat nur 2 Samen. Irgendjemand hat ihr wieder Wasser rausgenommen und hat nichts nachgelegt. 2 Eier liegen da. Ich war das nicht. Aha. Guck mich nicht so an, ich bin unschuldig. Wir haben Titanbarren. Voll krass vom Titanbarren. Kann man Bananen rösten? Auf dem Grill? Nö. Gibt keine Röstbananen. Keine Röstbananen. Wie einfach das ganze Holz schon wieder verschwunden ist. Ja, verstehe ich ja auch nicht. Als ob das einer wegfressen würde. Wie gierig ist einfach. Als ob das einer fressen würde. Da ist die Möwe. Noch mehr Möwe. Kriegst einen auf Fressbrett. Da ist die Ente. Oh. Zack, weg ist er. Jetzt kann ich sie wieder aufnehmen. Wo sind die ganzen Seile hin? Ja. Hast du die aufgegessen? Verstehe ich ja nicht. Ich war das nicht. Haha. Oder hast du sie umgeschichtet? In mein Inventar, ja. Was machst du damit jetzt? Ich habe Zäune gebaut. Ich habe eine Wassermelone getragen. Und Ananässer. Unschuldes Verhalten, sowas. So. Schon wieder kein Wasser in den Dingen. In welchem Ding ist kein Wasser drin? Boah, hatte ich das nicht gerade nachgefüllt gehabt? Vor nicht allzu langer Zeit? In einem Land vor nicht allzu langer Zeit? Nee, in diesem Land hier. Schon wieder kein Holz mehr. Die Brötsch. Hier kriegst du deine Seile wieder. Nee, will ich nicht. Jetzt neue gebaut. Jetzt sind sie wieder zurück. Ich hab neue, viel schönere gebaut. Aber die alten sind schon länger da, die haben mehr Erfahrung. Ja, aber die neuen sind knackiger. Knackige Seile. Nackige Seile. Oh, wow. Oh, sind wir schon da? Jetzt schon da. Ja, bitte. Nö, zu spät. Au. Jetzt hast du davon, ey. Voll gerecht, ey. Voll gerecht sowas. Meins. Auch meins. Aber sowieso meins. Oh Mann, ey. Gibt's hier Ratten? Ich hoffe doch. Ja, bitte.
Ich hoffe doch, dass sie dich beißen. Nee, offensichtlich nicht, Dirk. Hast eine Notiz übersehen? Gar nicht nach einer Notiz geguckt. Er hat gar nicht nach einer Notiz geguckt. Oh, guck mal, warum steht denn hier... Hä? Sag mal, warum rennst du an so einer Madame vorbei, die hier rumsitzt? Was? Hier sitzt jemand? Wie kann die das denn überlebt haben? I did some sailing in my youth, won a few championships. I'll be useful. I'll be useful. Wonderful. You can count on me. Elaine. Ich mag sie nicht. Sie erinnert mich irgendwie ein bisschen an Trump. Elaine. Ich glaube, wir haben ja alles. Wir können jetzt einen Wasserbehälter bauen. Endlich. Stimmt, mein Wasserbehälter. Achso. Jetzt haben wir Elaine. Well. Noch höher geht's. Elaine. Au. Wer hat die Alte denn jetzt nochmal angesprochen extra, hä? Das war sie. Also, weiß ich nicht. Können wir den Tisch hier umsetzen? Ja, sobald wir hier von der Brücke weg sind. Okay. Es ist wieder dunkel, ich sehe wieder nichts. Verdammte Kacke. Es ist immer noch dunkel. Nicht schon wieder. Möwe, bleib hier! Die Möwe schwimmt weg! Sie treibt ab! Gott, ey! Nichts hält sie am Boden. Jetzt ist sie weg. Da hinten schwimmt sie. Schön, toll. Sie schult um zur Ente. So viel zum Thema Batterie Essen. Die Batterie vom Dings ist leer. Vom Dings? Von der Schrottpresse. Ah. Haben wir keine Samen mehr? Mangosamen gehen im Zweifel auch. Geben ja auch ein bisschen Holz, wenn auch nicht so viel. Fisch ist weg. Was? Fisch ist weg? Der Tisch. Ach, Tisch! Tisch! Ja, ich hab's nicht so mit den Ohren. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie ein Tannenbaum. Ja, ist es ja auch. Pinien. Pinien. Wow. Jetzt noch eine neue Insel. Ah, hab ich falsch gemacht. Da fahren wir erstmal zur nächsten größeren. Wir brauchen Scheiß. Den guten Scheiß brauchen wir. Blumensaaten. Mal gucken, ob wir es überhaupt noch schaffen. Oh, eins Risiko. 10, 11, 12, 13. Ah, geht nicht gerade auf. Schade. Holz mehr. Schon wieder kein Holz mehr. What? Wer frisst denn ständig mein Holz weg? Ich glaube, das kannst du sehen, wenn du in den Spiegel guckst.
Und was ist schon wieder alle hier? Was, wie geht denn das? Das war ich diesmal nicht. Nee. Insel rechts, kleine. Da gibt's Blumen. Wozu brauchen wir Blumen? Für die Bienen. Die Bienchen, du Blümchen. Hat dir das denn keiner erklärt mit den Bienchen und Blümchen, hä? Nee. Nee. Musst du mir das selbst auf X-Frettchen angucken. So. Wieso, was ist das hier für eine Bauart? Wieso ist hier, hä? Hä? Worüber beschwerst du dich denn? Es ist noch gar nicht mal fertig im Ansatz. Ja, aber schon im Ansatz ist es kacke. Nein, das ist wunderschön. Hör auf zu heulen. Du kriegst kein Zimmer. Du kriegst das kleinste Zimmer. Du kannst unter der Treppe wohnen. Du bist Harry Potter. Wieso finden wir keine Dings hier? Kein Händler. Ich brauche einen Händler. Weil so eine Inseln jetzt nicht mehr kommen, Jim. Oh, komm noch. Nein, die kommen nie wieder. Muss wirklich alle, die haben nichts mehr zu essen. Scheißendrick. Ja, dann mach das mal.